Hallöchen, Freunde! Heute nochmal in Benjos Rucksack habe ich noch einen Part gefunden und den nehme ich jetzt einfach mal auf. Ja, und ich sagte ja im letzten Part schon, ich brauche eine Trennplatte. Wo findet man sowas hier? Keine Ahnung, frag mich doch sowas nicht. Komm, das Wasser los, wir springen mal rein, ganz todesmutig. Ich hoffe, ich fliege richtig! Wow, Splush! Ja, okay. Das war richtig. Gib mir Energy. Oh, wir sind nicht mehr out of Mana, wie man das so schön sagt. Ich glaube, hier sollte man das nicht sagen, weil Energy ist kein Mana. Das ist aber so. So, wo geht's hier rein? Zeig mal her die Scheiße. Ich glaube, hier geht's wieder in die Dinosaurierhöhle, oder? Nee! Im Berg sind wir. Okay, wir laufen einfach mal hier hoch. Tuff, tuff, tuff. Ich mag das Geräusch. Da, Alter, scheiße, draußen geht gerade die Welt und dort, ich mach Let's Plays. So, hier waren wir schon mal. Ich würde ja gerne an die Flugplatte daran, weil irgendwo hat uns doch Teri, Typi da Flugplatten hingemacht, aber ich weiß gerade nicht, wo die sein sollen. Muss ich da auf den Schalter nicht auch mal schießen? Oder muss ich das mit... Ha, Patz! Ein roter Jinjo! Oh, ich muss mal ganz kurz das Mikro ein Stück rücken. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Hehehe, du Asshole, du Asshole, Patz. Tja, hast du nur davon. So, wo waren denn jetzt diese Flugplatten, Freunde? Ich will dir mal so eine Überflugsicht machen. Aber ich finde hier gerade gar nichts. Ey, kann doch wohl nicht angehen. Ich renne hier rum wie ein blinder Volltrottel. Da, 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 da. Okay, ich glaube, da ist da oben der Bahnhof. Oder ist da oben die Dinosaurierhöhle? Ach, ich weiß es nicht mehr. Mann, oh, verfickt. Los, komm, wir gucken mal da oben. Boing, boing, boing. Und heppa! So, einfach mal reingucken. Ich weiß nicht mehr, wo der Bahnhof war. Ich will da aber hin, weil da ist der komische Kokosnussknacker. Nee, das ist die Dinosaurierhöhle. Ah, Typi, warte mal halt, du gibst uns Energy. Patz! Und nochmal Patz. Oh. Ein Tor! Tja. Okay, eine Energie verloren. Zwei gemacht. Na, das ist ja ein Pluspunkt. Da 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 di di dudel da. Du brauchst den neuesten BH. So. Warte mal, ich glaube, die Flugplatte, die war hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, ich muss da mit den Sprungstiefeln da oben hochheppern, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. No, just, just no wisdom of fun, genau. Boink, 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 boink. So, Federn. Und, heppa, zack. So. Gut, Freunde, hier sieht's so gut aus. Wir machen mal einen Rundumflug. Genießt die Aussicht, Freunde. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier durchfliegen. Ich suche immer noch den Bahnhof. Oder war das hier der hier unten? Ich gucke mal. Ich will look. Da werde ich schnell reingucken. Wenn es das nicht ist, bin ich sauer. Und? Ja doch, der Bahnhof. Und oh, du bist ja ein Fake Jinjo. Den Weißen haben wir doch schon, Freunde. Tja, du Fake. Krepier. Ach, scheiß drauf. Es geht auch so. Nein. Oh, Mann. Du Asshole. Patz. Oh, voll in die Fresse. Dum, dum, dum. So, den hätte ich auch noch ganz gerne. Wie komme ich denn da ran? Der steht ja da wie Hanne, Alter. So, mal gucken, ob ich da irgendwo mal... Nee, das wollte ich nicht. Zack, und mal so ein Stück höher und... Asshole! Guck mal, Fistenbombs! Ja, nicht zu glauben. Du siehst den ganzen Felsnussstamm. Naja. Ihr seid zwar Felsnüsse, aber die sind nicht sonderlich intelligent, muss ich doch sagen. Hopp, Tua! Ein Next Puzzle Dial! Und ach, hier ist ja die Door schon open. Ah ja, haben wir vorhin gemacht. Hahaha. ja, genau. Intelligence for the win, da da. Und heppa! Dödel, dip, dödel, wir rocken Pteridactylusland mit einer Freude durch. Das geht gar nicht. So, langsam muss ich das mit Mumbo und so machen, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Da muss ich noch diese Liedchen brüllen, da brauche ich auch den Dino für, dann brauche ich noch den großen Dino für den Jinjo halt gesehen, weil da ein Schalter ist und daneben ist so ein Gitter und alles crazy.
Alles ist crazy, aber irgendwie auch ein bisschen lazy, yeah. So, Hepper. So, jetzt gehen wir mal zum Mumbo, Freunde. Besuchen wir unseren Knochenfritze. Warte mal, wie komme ich da überhaupt hin? Hier ist ja voll so ein Gebiet. Donny, einfach über die kleinen Platten hier, oder? Ey, was willst du denn hier? Nein, nein! Oh. Du, es lass mich in Ruhe. Ey, ich war im Sumpf und wurde nicht angegiftet. Aha, wie cool. So, okay, wir machen jetzt mal hier extrem Sprungtalent, ne? Nein, du Schlitz! Nein, du! Ach, komm einfach rüber hier. Igitt. Ja, das war durchgekauft von so einer Piranha-Pflanze. So, da. Ey, oh, ich höre ein Globo. Ich höre ein Globo. Und ich sehe eine Platte. Zack. Der ist hier hinter Wetten. Ha, war ja klar. Wow! Eingesammelt, eingesnackt, weggemeckt. Ich werde dich wegsnacken. Mach kein Zeckenmecken. So, du bist auch gleich down hier. Na, das kommt schon. Patz. So. Was ist denn da hinten? Na, das kommen wir gucken mal nach. Irgendein Stein, toll. Sagt mir jetzt gar nichts. Naja, wenn das jemand drin ist. Und. Batz, batz, batz. Na, batz, 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 knack. So. Ah, eine Seite, cool. Muss ich etwa klettern? Oh, ich will nicht klettern. Los, komm, wir fliegen. Und, oh, puh. Da. Los, wir gehen mal bei Mumu rein und dann holen wir ihn mal raus und dann werden wir mal. Oder sollte ich erst bei Mumu vorbeigehen und mir erst den kleinen. Also, man kann sich einmal einen kleinen Dino verwandeln, einmal einen großen Dino. Und der große Dino ist, wenn Mumu halt das Häuschen vergrößert, ne? Nee, ich glaube, wir machen das erst, wenn wir den kleinen alles gemacht haben, oder? Jetzt bin ich mir ja nicht mehr sicher. Mann, oh. Ha, manchmal ist man echt irgendwie so ein bisschen. Out of Ideen, könnte man sagen. Outburn. So, wir gehen mal zu Wumba, Humba, Humba. Mit ihren großen Humba, Wumba, Wumbas. Ja, ich weiß jetzt, ich glaube, jeder wusste wieder, das dachte, das ist ja wieder voll die fiese Andeutung. Meine Güte. Mach dann immer so ein Segment drum. So, jetzt hier Path to Nest und hier ist wieder so eine Brülltür. Ja, da muss man als kleiner Dino brüllen, um da reinzukommen. Ist ganz crazy irgendwie. Aber jetzt machen wir uns erstmal zu Little Dino. Wir sind jetzt wieder Little Foot, ne? Irgendwie habe ich den Insider schon mal gebracht, aber ich weiß gar nicht, bei welcher Gelegenheit. Oh, ach ja, du willst ja erstmal deinen Globo für deine Suppe haben, wa? Oh, du hast einen Globo, wollen wir es mal geben? Ja, natürlich, ich werfe es einfach hinein. Ich war schon wieder abgelenkt, Freunde. Da fragt man sich mal bei dem Anblick, also wie oft ist sie unter Messer gewesen, dass die so eine Dinger gekriegt hat? Ah, Mann, oh. Swut, swut, swut. Verwandlung, yay! Yeah. Oh ja, Freunde, sehen wir nicht voll Gangster aus? Ich finde den Dino cool. Wo man das nennt, Baby T-Rex. Du mit T-T-3D-Joystick, ja, genau. Hey, hallo, kannst du noch nicht brüllen? Hey, wieso kannst du nicht brüllen? Brüll, Dino. Komm, brüll. Oder mach wenigstens Wuff. Oder Miau. Oder irgendwas. Mann, auf B kann man brüllen, das weiß ich. Aber warum geht's denn nicht? Muss ich jetzt hier mal anbrüllen? Los, du. Ach man, wieso geht das nicht? Oh, hä? Oh wow, ein neuer Dinosaurier. Was bist du? Ein grässlicher T-Rex. Grässlich bist du gar nicht. Du weißt ja noch nicht mal, wie man richtig brüllt, oder? Nein, ich glaube nicht. Nun, es ist doch ganz einfach. Drücke B, um kurz zu brüllen und halte W gerückt, um ein donnerndes Gebrüll auszustoßen. Na danke, los, brüllen wir jemanden an. Na, bist du erinnert? War Durchschlitz! Oh, ey, der haut uns ja hin über. Patz! Oh, Bams! Bams! Das sieht ja bescheuert aus. Ey, du Schalter! Du kommst nicht rein, Mann! Der brüllt ihn voll an, ist das fies. Oh, Durchschlitz! Okay, das kann ich mir schenken irgendwie, das bringt gar nichts. So, wir benutzen jetzt mal die ganzen Brülltüren hier. Hier sind doch. Warte mal, da unten ist eine gewesen, oder? Können wir durch Sumpf? Ja, wir können durch Sumpf. Wie er läuft, als wenn er Zuckung hat. Aufmachen! Ja, danke. Schwut, schwut. Paff und rinn in die Tür. Zeig mal was. Ah, die Seite, okay. Yes! So, dann gucken wir gleich mal, wo es hier hingeht. Hier geht es nämlich irgendwo anders hin.
Wo ist die zweite Tür gewesen? Ich weiß gar nicht. Hm, egal. Ist bestimmt wieder so eine Brülltür. Los, komm schon. Na? Na? Ach, ja. Und wo sind wir? Ah, hinter Wumbas, Winter, Wumba, Wumbas Zelt hier. So, ich weiß, wir konnten noch mit dem Dino irgendwo brüllen. Aber da mussten wir erst irgendwie ein Gebrüll rausfinden. Wie war denn das? Da gab es irgendwo so einen Code. Er meinte, ich muss ein Lied vom Dinosaurier haben und das Lied vom Dinosaurier muss ich dann der Tür vortragen und dann ist die Tür ganz gerührt und heult sich kaputt. Hm, komische Sache irgendwie. Aber wo waren das nochmal? Ich weiß, das war irgendwo im Berg. Los, komm, wir gehen mal in den Berg. Jetzt, wir gehen mal in den Berg, weil irgendwo muss das sein. Ich weiß es. Oh, mir juckt die Nase gerade, Freunde. Was ist denn ätzend? Unga-Bunga-Höhle. Paff, Tür offen. So, okay, ja. Und du? Bringt mir ja auch nichts. Puff, 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 puff. Alter, die Riesentapsen, Alter. So, so geil, ey. Finde ich so geil. Finde die Dino übelst cool. Ist der nicht übelst Gangster mit seiner coolen weißen Hose? Irgendwie macht die auch einen fetten Arsch, finde ich. Na egal, wir sparen uns jetzt die Modetipps für Dinosaurier für nächste Perzchen auf. Okay, mal einfach hier rüber jumpen. Ich bin furchterregend und ich fresse Fleisch. So, okay, du, dich muss ich aufbrüllen, das weiß ich. Na, lest doch mal das Schild. Huncho, ist so das geile Lied des Dinosauriers erklingen? Ja, weiß ich doch. Aber wie war das nochmal? Manno, Freunde, wisst ihr es noch? Ich nicht. Mann, das musste man irgendwo lesen. Das war im Berg irgendwo, das weiß ich. Los, komm, wir jumpen einfach runter. Wir sind voll lebensmüde. Wow! Patz. So. Los, komm, unten ist noch eine Höhle. Da finden wir es jetzt. Wo seid ihr? Ja, los, hier finde ich es jetzt. Da, 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 du. Hier war es auch nicht. Oder? Oh, warte mal, Freunde, ich hab gerade einen Gedächtnisschuss. Ja, mein Geistesblitz, ja, ist mir wieder mal ein Gänger oder von der Donnerblitzattacke getroffen. Mir ist da gerade so ein Wink gekommen irgendwie. Kann der nicht schwimmen, der Dino? Nee, das läuft auf wie ein Stein. Ach, okay, der kommt hier. Gott sei Dank. So, wir brüllen uns nochmal hier rein. Aufmachen! Ach, geht doch. Und ich glaube, da bei der Seite, da war ein Schild und da stand das drauf. Oder? Vielleicht verhexel ich mich jetzt auch total. Los, hier steht das drauf jetzt. Brüll, brüll, brüll! Brüll, brüll, brüll! Dann wird der glitzernische Preis dein sein, so. Okay, nochmal einmal zu merken. Also kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Ja, genau. Kurz, kurz, lang, kurz, lang, lang. Also einmal umgedreht, könnte man sagen. Und sechsmal brüllen. Also das ist immer schon mal gut, wenn man weiß, wie oft man brüllen muss, dann kann man auch so ein bisschen Codes austesten. Das ist wie ein Safe-Knacken, Freunde. Also glaubt mir, ich hab da Erfahrung mit. Nein, also, was laber ich ja wirklich nicht. So, waren das jetzt wieder? Vorhin waren wir schon mal da. Ich glaube, hier wieder hoch. Aufmachen! Los, grüllen wir die Fenster an. Sie öffnen Türen für kleinen Dino. So, jetzt hier. Los. Das Puzzleteil, wo ich jetzt noch... Wo ist denn das hier? Das, komm schon, zeig dich. Ach, ich glaube, hier runter war das. Nee, war es nicht. Scheiße. Puff, 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 puff. Ach man, Freunde, ich liebe dieses Geräusch einfach, dieses Laufgeräusch. Das ist so schön. Wow, hepp und zack. Und, ja genau, hier war's. Also, kurz. Kurz. Lang. So, kurz. Lang. Und lang. Ah, yes. Das Puzzleteil gehört uns, Freunde. Ah, die Tür war so gerührt von unserem übergreifenden Kanon, den wir gerade im Dino-Chor vorgesungen haben. War richtig rührend, oder? So, jetzt muss ich zu Humba-Wumba wieder, damit ich mich wieder verwandeln kann. Dann muss ich zu Mumbo. Dann muss ich die Hütte von Wumba übelst groß machen. Alter, dann haben wir die Möpse noch mehr. Doppel, Trippel, Ultra D, Alter. Ich glaube, so eine Dinger möchte auch eine Frau nicht haben. Okay, das sparen wir uns jetzt echt. Also hier so eine Theorie, das jetzt gehört nicht dazu. Echt, Freunde, das ist voll unhöflich. Aber ist mir egal. So. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part und dann habe ich mich, glaube ich, schon verwandelt, weil jetzt hier x-mal die Verwandlungsszenen sehen will ja keiner, oder? Und dann gehen wir zum Mumbo, holen uns Mumbo-Typi und machen hier die, naja, das Zelt und die Dinger halt größer. Also, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, ciao!